Servus Leute, ja, ich bin heute wieder unterwegs auf meinem Lieblingswanderweg, dem Eselsweg, und bin heute auf der Suche nach einer Quelle, Spießbrunnen soll sich das Ganze nennen, der etwas abseits von dem Weg liegen soll. Ich bin an der Stelle jetzt, glaube ich, schon, weiß gar nicht, 3-4 Mal dran vorbei, aber habe nie den Umweg in Kauf genommen und habe die Quelle angeschaut. Und heute will ich das nachholen. Weil, wie ihr alle wisst, wenn ihr auf den Kalender guckt, in ein paar Tagen steht ein großes Fressfest an. Da muss ich im Vorfeld noch ein paar Pfunde verlieren und danach wieder. Weil Anfang Januar habe ich noch was Größeres vor. Da darf ich nicht zu viel Speck auf den Rippen haben. Gleich geht's weiter. So, ich habe es jetzt von der asphaltierten Piste weggeschafft, habe den Parkplatz, wo ich gelaufen bin, das ist nämlich so Brücke, Gassen, da tun sie ihr ganzes Polderholz zwischenlagern und so, und da ist alles asphaltiert. Jetzt bin ich auf dem Waldweg, und warum ihr jetzt noch weiter gucken sollt, verrate euch auch. Und zwar werde ich mir dann an der Quelle, sofern ich sie finde oder halt woanders da, noch schön was kochen. Da zeige ich euch noch das neueste Update meines Feldflaschen-Kantinen-Cup-Kombi-Kochset. Und werde mal zum ersten Mal mit der Buschbox mit Festbrennstoff, mit S-Bit kochen. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, und neues Spielzeug habe ich auch noch. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt angekommen am Spießbrunnen. Naja, aber ich weiß nicht, entweder ist die Leitung schon eingefroren oder hier läuft nicht wirklich was. Naja, ich habe mir etwas mehr darunter versprochen, aber jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher. Da hinten habe ich so einen schönen Baumstumpf gesehen. Da denke ich, werde ich mich jetzt mal einrichten und werde Mittag machen, weil es ist 5:45 Uhr. Aber wortwörtlich. Also, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist, was ich hier geändert habe, was ich in einem meiner letzten Videos ja schon angekündigt habe. Ich habe hier vorne noch eine Tasche angebracht, Deckel, Schneidebrett, die Buschbox und noch 3 14 Gramm S-Bit Würfel und alles am Mann. An der Flasche mit Becher und Potkosi, und damit werde ich jetzt mal kochen. Erbswurst, wahrscheinlich die älteste Instant-Suppe, die es gibt, denke ich mal. Ich muss darauf achten, dass er möglich keine großen Klumpen reinkriegt. Alles schön pulverisieren.
dass sich das gut auflöst. Und dass ich das Schneidebrett auch nochmal austeste, habe ich mir eine Beilage mitgebracht. Bark River Neckar. Wie man sehen kann, der Weihnachtsmann war schon bei mir ein bisschen früher da. Ich habe neues Spielzeug. Und zwar der Foo for Forest hat es neulich vorgestellt. Ich habe es allerdings schon ausgepackt. Von der Firma Barco. Die Lapplander Säge und Lapplander Messer. Unter diesem Messer versteckt sich eigentlich ein Mohrer. Steht aber nirgendwo Mohrer drauf. Aber jeder, der schon mal einen Mohrer gesehen hat, weiß, das ist ein Mohrer. Die haben da in Kooperation irgendwie zusammengearbeitet, auch von den Aufklebern hinten. Mohrer halt in einer sehr einfachen Art und Weise. Hier steht auch Barco drauf. Das sind beides schwedische Firmen, soweit ich weiß. Die Säge, ich glaube, die wurde schon mehr wie genug in der Bushcraft-Szene auf YouTube vorgestellt. Immer wieder als wahrscheinlich eine der bestgeeigneten Allround Bushcraft Survival Sägen. Verhältnismäßig zur Schneidleistung, Packmaß und Gewicht. Und auch über Mohrers wurde schon mehr als genug geredet. Und deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich möchte nur an dieser Stelle nochmal die Empfehlung für dieses Set aussprechen, weil allein die Säge kostet so zwischen 23 und 25 Euro, wenn man sie einzeln kauft, und zwischen 25 und 30 Euro kostet es im Set mit Messer. Und das Messer so kostet normalerweise zwischen 8 und 10. Es kommt immer darauf an, wo man es bezieht. Ich habe es in dem Fall in eBay gekauft. Ich habe für das Set 27 Euro bzw. 26,89 Euro, um ganz genau zu sein, bezahlt und habe ein Messer im Wert eigentlich von 10 Euro und eine Säge im Wert von 25 Euro. Also kann man nicht meckern. Und beides hochqualitatives Werkzeug, das für unser Hobby ausgelegt ist. Ja, das war's von meinem Ausflug. Da wir uns wahrscheinlich oder ich mich vor Weihnachten jetzt nicht mehr melden werde, ho ho ho, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Und nach Weihnachten, vorm neuen Jahr, werde ich mich auf jeden Fall melden. Da habe ich nämlich schon was geplant. Aber wie gesagt, frohe Weihnachten. Passt auf euren Christbaum auf, dass er nicht abbrennt, falls ihr echte Kerzen drauf habt. Wenn nicht, ihr wisst ja, wie man einen neuen beschafft. Ja, macht's gut. Tschüss.